Alle 4 Wochen sieht's in Erding ein bisschen aus wie in Süditalien beim Müllstreik. Die Straßen sind übersät mit Abfall. Und das soll gut für die Umwelt sein? Wir heften uns an die Fersen von Michi, Paul und Marius, Müllsammler der Firma Wurzer, und schauen einmal ganz genau nach, wie ökologisch der gelbe Sack eigentlich ist. Die Abfallsäcke, gelben Tonnen und Wertstoffinseln sind Teil des dualen Systems und werden von der Wirtschaft bezahlt. Seit der Verpackungsverordnung von 1991 sind Unternehmen verpflichtet, Verpackungen zurückzunehmen und bei deren Entsorgung mitzuwirken. Doch nicht alle Materialien dürfen in den gelben Sack. Michi, was darf denn alles in den gelben Sack rein? Eigentlich alles, was draufsteht. Aluminiumverpackungen, Verpackungen aus Verbundstoffen und Kunststoffverpackungen. Klingt kompliziert, ist es auch. An die 30% des Mülls im gelben Sack sind Fehlwürfe. Immer wieder entdecken die Müllsammler Säcke, die falsch befüllt sind. Die kaputten Plastikschüsseln haben hier nichts zu suchen, denn sie sind keine Verpackungen. Sie müssen in die Restmülltonne. Viele wertvolle Kunststoffe werden gar nicht eingesammelt und gehen verloren, kritisieren Umweltschützer. Sie fordern die Umstellung auf Wertstofftonnen für den gesamten Plastikmüll. Dadurch könnte mehr Plastik umweltschonend recycelt werden. Dies wäre für die Umwelt besser. Wer seinen Verpackungsmüll richtig im gelben Sack entsorgt, braucht ihn nicht völlig sauber zu waschen. Um Energie und Wasser zu sparen, reicht es, Joghurtbecher oder Katzenfutterdosen löffelreihen in den Sack zu geben. Über diese Speisereste aber ärgern sich viele Tierfreunde. Wir treffen Martina Gehret vom Landesbund für Vogelschutz. Die engagierte Naturschützerin hat viele Fotos von Tieren, die Futterreste in den Müllsäcken suchen. Die Gefahr für unsere Tierwelt ist, dass die gelben Säcke die ungewaschenen Joghurtbecher beinhalten. Und diese feinen Düfte strömen natürlich durch die Straßen und ziehen die Wildtiere bei uns im Siedlungsbereich an. Ganz besonders betroffen ist natürlich der Igel, denn der hat mit seinem Stachelkleid einfach schlechte Karten, wieder aus diesem Sack rauszukommen, verheddert sich leicht und kann dann im schlimmsten Fall mit abtransportiert werden. Ein kleiner Handgriff kann den Igel schon schützen. Hängt der Sack am Gartenzaun, erreicht ihn das Tier gar nicht. Mittlerweile ist das Müllauto voll. Die nächste Station ist die Sortieranlage im oberbayerischen Eiting nahe des Münchner Flughafens. Wir verabschieden uns von Michi, Paul und Marius. Ihre Arbeit ist getan. Für den Müll geht es nun so richtig los. 2,5 Millionen Tonnen Verpackungsmüll werden deutschlandweit pro Jahr mit Hilfe des gelben Sacks gesammelt und verarbeitet, erklärt uns Norbert Völl vom dualen System. Dadurch wird über 1 Million Tonnen an Kohlendioxid-Äquivalenten vermieden. Hier gibt es noch viel Luft nach oben. Moderne Sortieranlagen trennen den Müll nach Wertstoffart. Als erstes fischt ein Magnet Metalle und Aluminium heraus. Per Lichtsensor und Luft werden die unterschiedlichen Kunststoffarten getrennt. In der letzten Station wird per Hand nachsortiert. Wir könnten noch mehr recyceln, wenn die Materialien richtig getrennt in den gelben Sack kämen. Ein Beispiel ist der Joghurtbecher. Da sollte man den Deckel abziehen vom Becher und beides getrennt in den gelben Sack geben. Denn der Deckel ist aus Aluminium und der Becher selber aus Plastik. Wir können beides recyceln, aber nur, wenn es getrennt in den gelben Sack kommt. Laut Verordnung müssen lediglich 36% des Mülls recycelt werden. Viel zu wenig. Der Rest darf in die Verbrennung. Mit gravierenden Folgen für die Umwelt. Unsichtbare Giftstoffe wie Stickoxide, Schwermetalle, Feinstaub und CO2 werden freigesetzt. Sie heizen unseren Planeten zusätzlich auf, zerstören die schützende Ozonschicht und verändern unser Klima. Sogar die Industrie wünscht sich hier strengere Vorgaben. Technisch wäre deutlich mehr machbar. Aber ein Anlagenbetreiber hat ja keinen Anreiz, in bessere Technik zu investieren, wenn die Vorgaben so niedrig sind. Deswegen setzen wir uns schon seit Jahren dafür ein, die Quoten deutlich zu erhöhen. Das wäre auch gut für die Umwelt. Je mehr ich recyceln kann, desto besser ist das für die Umwelt. Es wäre aber auch wirtschaftlich sehr sinnvoll. Denn je höherwertiger die Rohstoffe sind, die wir hier erzeugen, desto besser sind die auch am Markt unterzubringen. Nun ist der Gesetzgeber gefragt. Er muss die Quoten anheben.
Zuständig ist die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. In Berlin stellt sie Ideen zur Müllvermeidung vor. Von ihr wollen wir wissen, warum es beim Recycling hakt. Wir setzen höhere Zielvorgaben. Wir haben jetzt gerade in der Bearbeitung ein neues Verpackungsgesetz. Das wird noch im Dezember als Entwurf vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Und dort werden wir höhere Recyclingquoten vorsehen. Solch eine Gesetzesänderung ist längst überfällig. Damit die Abfälle, die der Verbraucher mühevoll in den gelben Sack steckt, nicht achtlos in der Verbrennung landen und unsere Umwelt mit Schadstoffen belasten.